Und damit herzlich willkommen zurück bei Beyond the Souls. Im letzten Part kamen wir hier in der Wüste an. Es war doch im letzten Part, ja? Ich glaube schon. Doch, müsste wie sein. Und einfach nur bombastische Grafik. Gerade wenn man beim Baumer sieht, auf so viele Details wurde da geachtet. Echt genial gemacht. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Und da oben sind sie. Mal hoch. Hilf mir, Aiden. Alles klar. Verdammt, sagte Aiden. Nur ein Ball, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Ja, nur runter, hab. Jungs, versammeln sie unter Baum. Hey Jody! Land? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Alles klar. Pack's irgendwo hin. Danke, Jody. Axel. Gut. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Nachher. Ich habe hier noch zu tun. Okay, na dann. Alles klar, so. Jetzt ist Mittagszeit. Ich hab Hunger. Mal schauen, was sie so Schönes haben. Setz dich doch. Danke. So, und ich fange an hier mit Shimazani. Ist das wahr, dass deine Großmutter nicht spricht? Schon seit Jahren? Ja. Mein Vater sagt, sie redet kein Wort, seit meine Uroma damals gestorben ist. Das sind bald 30 Jahre. Ranch. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde, ich habe die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Hm. Wer riet immer die Erscheinung? Als ich bei der Tür war letzte Nacht, habe ich was gesehen. Ich bin mir sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. War bestimmt ein Traum. Ich bin mir sicher, dass es kein Traum war. Okay, Schafe. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Stellst du immer so viele Fragen? Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Huh? Also behalt deinen Scheiß für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Ach, der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja, ich schätze, ich mache lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns. Oh, na toll, Jody.
Und die Oma bleibt da sitzen. Aber auch recht traurig, ja? Helfen? Mal sehen, was Jay macht. Blöder Sturkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Ashki. Hey, Ashki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Ruhig. Ruhig, mein Guter. Ups. Bin zu feucht. Zu doll reingegangen. Volle Konzentration. Jons langsam. Hey, komm mal her. Siehst du, Ashki? Gar nicht so übel, oder? Gib's zu. Du magst mich eigentlich, ne? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Ich glaube, ich muss jetzt zu Ei gehen. Soll ich jetzt in die Rolle des Pferdes schlüpfen? Bring ihn auf die Koppel. Koppel? Hier hin. Yeah. Sehr cool, dass man so mit dem Pferd hier spazieren gehen kann. Auch die Bewegung des Pferdes, ja? Okay, ich kenne mich jetzt zwar nicht mit Pferd aus, aber sieht realistisch aus. Na, Jay? Da guckt er jetzt. Aber mal hier reingehen. Kann ich hinten durch? Nee, kann ich ohne. Dann was? Wie hast du das gemacht? Wir stecken alle voller Rätsel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. Ladies first. Kein Problem für mich. Und dann rannte der Typ weg und wisst ihr was? Er wurde nie wieder gesehen.
Es ist Zeit fürs Bett. Was passiert hier? Warum verriegeln wir das ganze Haus? Geh einfach in dein Zimmer, Jody. Und komm nicht raus, egal was passiert. Erinnerst du dich an die Schafe? Ich will nicht, dass dir was zustößt. Gott, um Gottes Willen, Paul! Was geht hier vor sich? Jetzt geh in dein Zimmer. Du kannst gar nichts tun. Na gut. Also so sieht es jetzt wirklich so aus, als müssten wir da rein. Bzw. rausgehen. Alle Klärchen. Und hier ist auch noch ein Bett. Bzw. zwei. Noch Linie. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier raus. Das ist natürlich ein Riesensandsturm da hinten. Heiji Mobaiji. Was geht denn? Mach mal. Geh mal weiter nach hinten. Hier könnt ihr mich verstecken, aber ich hab irgendwie große Furcht. Warte mal, hier könnte ich mich auch verstecken. Kann ich mich sonst noch irgendwo? Nee, ich glaube nicht. Scheiße. Und der Sandsturm kommt näher. Was geht hier vor? Alter, was? Was sind das für Geister? Nee! Wie hast du gesehen? Ach du Kacke! Lauf, Mädel! Lauf hoch! Ach du Scheiße! Ach du verfickte Scheiße! Ich bin... Lauf rüber! Ich will sagen, wo ich hinlaufe! Wo muss ich denn hin? Fuck, Alter!
sind wir in irgendeiner kleinen Hütte. Die Sonne! Ich hab mich aufgespießt! Meine Fresse! Oh, damit auf! Das hätte ich 100% nicht überlebt. Nein! Andere Seite, Nein! Weg! Weg! Alter! Ich drücke gerade irgendwas mit der Taste, die ich da gerade gesehen. Scheiße! Mein Bein ist kaputt. Schutzwand. Die Geister. Beschützen die mich oder was? Und das sind diese Kreaturen. Und die habe ich beschützt. Jodie. Jodie, ich sagte doch, bleib im Zimmer. Du könntest tot sein. Was ist hier los? Was war das für ein Ding? Hättest auf mich hören sollen und im Zimmer bleiben. Sag mir die Wahrheit. Sag mir endlich, was hier los ist. Es ist Yeizo. Er will Blut. Nichts anderes interessiert ihn. Wir können nichts dagegen tun. Bei Geistern sind wir machtlos. Böse Geister scheuen diese Welt. Wenn er hier ist, hat das einen Grund. Uiuiuiui, liebe Leute. Kennst du mich noch, Ashki? Wir sind Freunde, oder? Ich stelle jetzt meinen Fuß in den Steigbügel und komm hoch, okay? Und hoch. Und hoch. Und hoch. Oh. Hä? Okay. Okay, mein Fehler. Mein Fehler. Ich pass besser auf. Ich hab da gerade mein Ding hochgemacht. So normal. Rein. Und hoch. Geht doch. Vorwärts? Ich habe keine Ahnung, wie man ein Pferd reitet. Hey, was denkst du, Ashki? Wir sind ziemlich gut, hm? Dein Geheimnis muss mir das Pferd noch verraten. Hey, hör mal, ich reite raus und sehe nach den Shuros. Willst du mitkommen? Sicher. Also, jetzt mit dem Spiel habe ich keine Ahnung. Aber es wird mir erklärt. So, was ist das jetzt hier? R2 ist schneller rennen. Huja, huja. Aber was für... Warte mal kurz. Alter, ist die Grafik nicht irgendwie geil oder so? Ist sie... Okay, kommst du? Die ist doch hundertprozentig geil. Mann. Ja, wer was anderes sagt, der ist irgendwie blind. Aber das ist ziemlich cool gemacht. Aber auch so diese Wüste. Ich liebe diese Landschaften mit diesen Felsenkunststücken, die so entstanden sind. Im Laufe der Zeit. Riesig. Echt. Wirklich richtig cool. Mag ich wirklich. Ach, hier sind wir jetzt bei den Schupos. Schupas. Schuros. Schuros. Genau, mit Doppel-R. Alles klar. Na dann, setzen wir uns mal hin. Hör zu, ich weiß, dass du nicht darüber sprechen willst. Aber ich muss wissen, was passiert ist letzte Nacht.
Existenz Geister oft. Dein Vater kennt diesen Spuk. Der Geist kam nicht zum ersten Mal, richtig? Ich habe Existenz geschaut. Jezo war schon immer hier. Er kommt in der Nacht und stiehlt Seelen. Die Alten haben gesagt, er ist ein Fluch. Das ist der Preis, den unser Stamm für dieses Land zahlt. Paul, Geister oft. Geister. Und die Geister rund um euer Haus. Weißt du, wer sie sind? Mein Vater sagt, dass 5 Wächtergeister unseren Stamm immer beschützt haben. Sie kommen nachts, damit uns Jezo nicht tötet. Ich weiß nicht, ob stimmt. Aber Jezo war bis heute noch nie in unserem Haus. Jetzt will ich dir aber mal ein paar Fragen stellen. Was willst du wirklich hier draußen mitten in der Wüste? Sieht fast aus, als würdest du vor was wegrennen. Wir erzählen ihnen die Wahrheit. Ich schätze, ich versuche zu vergessen. Nochmal neu anfangen. Am Ende bin ich auf der Flucht vor mir selbst. Du bist wie wir. Du hast auch ein dunkles Geheimnis, nicht wahr, Jody? Ich vertraue es ihr an. Ich... Ich muss dir was beichten. Ich... Oh, she's there. The bear bar shark. She in the rich inch. Das war Pa. Kein Wasser auf der Ranch, muss was mit dem Brunnen sein. Ich sehe auf dem Rückweg vorbei. Ich kann nachschauen, wenn du willst. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich tue, was ich kann. Wo ist der Brunnen? Da drüben. Da ist eine Windmühle. Nicht zu verfehlen. Okay. Ich sehe dich dann auf der Ranch. Okay. Bis später. Und der Jay heißt er, oder? Bekommt langsam ein bisschen Gefallen. An uns. Also, Mensch. Mach ihn dir klar. Jody. Hau ihn weg. Nee, was auch jetzt ist. Wir hätten es ihm gesagt. Wir hätten mal die Wahrheit gesagt. Wirklich die Wahrheit. Geile Landschaft, ja. Weil sich einer wundert, warum sich der Felsen ein bisschen bewegt. Das ist diese Wärme. Das ist dieser... Ja, Smog kann man nicht sagen. Was ist denn das? Ja, das ist ein bisschen so dieser Wärmewind. Diese Warmluft. Die hier. Ja, kann man in der Wüste herrscht. Guck mal. Den Sterne reiten hier, guck mal. Kühe. Und es ist auch ein bisschen wirklich Open World. Richtig cool. Ach schade, da kann man jetzt leider mal weiterlaufen. Weil hier auch eine kleine Kluft ist. Kein Abhang. Was ist denn das für ein Haus da? Na gut. Ist mir erstmal egal. Denn wir schauen mal. Und wir haben das Problem schon gefunden. Ich glaube, Stroh und... Ich würde mal sagen... Was ist das? Ach, das ist auch irgendwie so ein... Felsen. Mhm. Cool. So. Und die Windmühle geht Heim. Wieder. Die Pumpe läuft jetzt wieder. Sehr schön. Na dann,
Auf geht's. Reiten wir. Da ist der Typi. Aber da gehen wir jetzt mal hin. Und die will ja auch hingehen. Ist sie hier vielleicht in dem Haus drin? Mhm. Ziemlich dunkel hier drinne. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was erkennen, ein bisschen was sehen. Was ist denn das für eine Kette? Aber sonst kann ich nichts machen. Hm, schade. Naja, los. Wieder raus. Was ist denn jetzt los? Wir sind. Sieht so aus, als wären wir in der Vergangenheit. Und die Navajos. Navajos hält scheiße an. Navajos. Ich bleib bei Navajos. Verbrennen hier elendig. Crone. Und auch damals in der Dusche haben wir dieses Wort Crone gelesen. Und es führt uns da in diese Schlucht rein. Na los. Und bevor wir losreiten, mache ich einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Dankeschön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Bis dahin, euer Chalksway. Ciao.